angefangen bei Hot Kitchen. Nach genau 2 Jahren, damals auf Facebook, habe ich ein Kochvideo mit Curry-Rezept hochgeladen. Das Ganze werden wir heute nochmal machen, ein bisschen professioneller, mit ein bisschen weniger Spumpanadeln. Am Anfang stelle ich euch mal die Zutaten vor, das ist mir natürlich ganz wichtig. Nummer 1, Händel. Dann haben wir Paprika in Streifen geschnitten, einer circa reicht. Ein bisschen Erdnussbutter ist ganz wichtig. Dann haben wir Jungzwiebel, da reicht ein halber Bund bis großer Bund Jungzwiebel. Bambussprossen, ganz wichtig. Currypaste, vollkommen egal welche ihr nehmt, ich habe rote genommen. Knoblauch ist natürlich eine der Hauptzutaten, Knoblauch darf nicht fehlen. Dazu noch ein bisschen Ingwer, genauso gepresst durch das Knoblauchsieb, an Palmzucker oder einen braunen Zucker. Ich habe in dem Fall einen Palmzucker genommen. Kokosmilch. Ein bisschen Sojasauce, ganz wichtig. Und dann asiatisches Salz sozusagen, Fischsoße. Um mit dem Rezept einmal zu beginnen, ist ganz wichtig, ihr müsst das Fleisch marinieren.